Uns ist jetzt Cornelius Trenz aus Frankfurt zugeschaltet. Er ist Marketingleiter in der Deutschen Börse Group. Herzlich willkommen, Cornelius. Hi Elena, danke, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Die Schülerinnen und Schüler, die zugucken, die wissen teilweise erst grob, was sie nach der Schule machen wollen. Finanzwirtschaft klingt bestimmt für viele spannend, Börse auf jeden Fall auch. Aber so richtig ist vielleicht nicht jedem klar, was da im Einzelnen passiert. Deshalb die erste Frage an dich: Was genau macht ihr? Was macht die Deutsche Börse Group? Die Deutsche Börse Group ist ein Marktinfrastrukturanbieter und Börsenbetreiber. Das heißt, wir sind dafür investierende Privatpersonen oder Firmen, die Geld investieren möchten. Das hört sich jetzt erstmal kompliziert an, kann man aber auch ganz einfach vergleichen mit dem Marktplatz in eurer Stadt. Auch da gibt es Stände, die verkaufen Obst und Gemüse. Dort treffen sich Leute, die kaufen und verkaufen wollen. Und wir sind letztendlich der Anbieter für den Marktplatz. Wir stellen sicher, dass sich da alle an die Regeln halten, dass es da fair und transparent für alle zugeht. Das ist sehr anschaulich erklärt. Und ist denn die Deutsche Börse auch wirklich nur für Deutschland zuständig? Nein, wir sind ein global tätiges Unternehmen. Wir sind mit 10.000 Mitarbeitenden an sehr vielen Standorten. Neben Frankfurt sind wir in Luxemburg, in London, in Chicago, New York, Hongkong, Singapur, Sydney, quasi auf fast allen Kontinenten unterwegs. Und es hört sich jetzt irreführend an, aber die Deutsche Börse, dort redet man hauptsächlich Englisch. Und wir sind folglich sehr international und mit mehr als 100 Nationalitäten bei den Mitarbeitenden vertreten. Du hast ja auch einen englischen Titel, Head of Marketing, also Leiter der Marketingabteilung. Wie war denn dein Weg in diese Position? Ich habe ganz klassisch angefangen mit einem Praktikum. Und zwar nach meinem Studium habe ich mich beworben für ein Praktikum in London und seitdem hat es mir hier so gut gefallen, dass ich direkt geblieben bin. Und das ist auch bei uns ein ganz klassischer Einstieg. Viele unserer Mitarbeitenden waren mal Praktikanten oder Praktikantinnen. Guter Hinweis auf jeden Fall. Ich komme später nochmal drauf zurück. Du bist ja jetzt nicht nur Experte für den Bereich Marketing, sondern musst dich auch im Finanzbereich auskennen. Was war denn zuerst da? Interesse im Bereich Marketing oder in der Finanzwelt? Das war wirklich das Interesse an der Finanz. Ich habe in Frankreich studiert und zwar Politik, Wirtschaft und Rechtswissenschaften. Und nach der Finanzkrise, als das Thema sehr, sehr präsent in den Medien war, habe ich mich angefangen, für die Finanz zu interessieren. Und das wirkt erstmal unglaublich komplex auf einen. Und wenn man sich da einliest, beziehungsweise dann insbesondere mal ein Praktikum macht, dann war für mich wirklich das Interesse geweckt. Und seitdem ist es bis heute spannend. Es ist eine sehr schnelle Welt, sehr abwechslungsreich und ich kann es nur jedem empfehlen. Und du hast vorab gesagt, kein Tag ist so wirklich wie jeder andere. Du könntest wahrscheinlich gar nicht sagen, wie so ein klassischer Arbeitsalltag bei dir aussieht. Was du aber sagen kannst, ist, bei euch wird viel Englisch gesprochen. Du bringst auch noch Französisch mit fließend. Was sind denn noch Voraussetzungen, die man ja mitbringen sollte, wenn man bei euch anfangen möchte? Ganz klar, mein Team plant Kampagnen, Marketingkampagnen, das heißt digitale Kanäle, Advertising, Social Media, klassisches Marketing, wie man sich's vorstellt. Und wie du gesagt hast, was da wichtig ist, ist natürlich Planungstalent, strukturiertes Arbeiten, würde ich sagen. Und Englisch, klar, das ist gut, wenn man das mitbringt, kann man natürlich im Rahmen von einem Praktikum dann auch noch ausbauen und verbessern. Das sollte kein Hindernis sein. Und in welchen Fächern sollte ich in der Schule schon jetzt gut aufpassen, wenn ich denke, boah, das hört sich super an, das möchte ich unbedingt machen? Also prinzipiell in jedem Fach, das möchte ich an der Stelle einmal so sagen. Aber wenn man es dann ein bisschen runterbricht, ist natürlich Mathe, Politik und Wirtschaft, je nachdem, was ihr da habt, wichtig. Mir hat das persönlich immer so mittelmäßig viel Spaß gemacht. Wenn ihr das dann mal live seht in so einem Unternehmen, wie man das anwenden kann, dann macht es auf jeden Fall nochmal deutlich mehr Spaß an der Stelle. Aber neben, sag ich mal, den Fächern rate ich euch vor allem auch mal zu schauen, was kann ich sonst noch machen? Schüleraustausch, ja, hat mir unglaublich viel gegeben, eine andere Kultur kennenzulernen, die Sprache zu lernen, interkulturell zu arbeiten. Oder auch, wenn ihr das machen könnt, bei eurer lokalen Sparkasse mal zu schauen, gibt es so ein Börsenspiel? Kann ich da teilnehmen? Das sind erste interessante Punkt, um mal zu schauen, wie Finanz funktioniert. Oder überredet einfach mal euren Lehrer, die Börse hier in Frankfurt zu besuchen. Wenn man einmal hier war, möchte man gar nicht wieder weg, dann ist die Begeisterung da auf jeden Fall geweckt.
Das sind schon mal richtig gute Tipps auf jeden Fall. Was würdest du Schülern sonst noch raten, die gerne in die Finanzwelt wollen? Hast du da noch, ja, einfach einen guten Tipp? Ja, die Finanz ist auf jeden Fall natürlich sehr breiter Sektor. Da gibt es nicht nur die Banken und die Versicherungen, an die ihr da vielleicht jetzt denkt. Es gibt natürlich auch die Börse und viele junge Fintech-Unternehmen. Ja, das heißt, werft einfach mal einen Blick auf den Sektor. Das ist natürlich meistens in den größeren Städten oder meistens dann am Finanzplatz Frankfurt. Aber auch da sage ich euch, traut euch, bewerbt euch einfach mal. Ihr habt meistens direkt in den nächsten Wochen dann so ein Skype-Interview. Da könnt ihr dann einfach mal schauen. An der Stelle ein Tipp von mir, bereitet euch vor, schaut mal, wie das Unternehmen funktioniert, wie das vielleicht ihr Geld verdient und stellt euch die Frage, welche Rolle kann ich in diesem Unternehmen spielen? Vorbereitung ist da wirklich die Hälfte der Miete und dann, wie gesagt, traut euch, bewerbt euch einfach mal. Du hast es jetzt schon so oft angesprochen und wir wissen jetzt auch schon sogar, wie der Bewerbungsprozess ist. Thema Praktikum. Bei euch kann man also Praktika machen. Aber zum Beispiel sogar Ausbildung. Kannst du da noch was zu sagen? Genau, wir haben jedes Jahr Ausbildungsplätze im Bereich Bürokaufmann, Kauffrau und im Bereich IT. Und daneben haben wir global sehr viele Praktika ausgeschrieben. Momentan sogar mehr als 150 in allen Bereichen. Das geht von Marketing, Vertrieb bis hin zu IT oder Business Operations. Da ist für jeden auf jeden Fall was Spannendes mit dabei. Und da gibt es dann einerseits Pflichtpraktika oder so 3 bis 6 Monate Praktika oder auch Werkstudententätigkeiten, die man zum Beispiel neben seinem Studium später dann mal machen kann. Und für wen das jetzt total interessant klingt und wer sich vorstellen kann, seine Karriere bei der Deutschen Börse Group zu starten, der kann einfach mal auf der Webseite vorbeischauen. Unter karriere.deutsche-börse mit oe.com wird auch nochmal eingeblendet. Oder ihr könnt auch bei Insta gucken, da ist der Username Deutsche Börse Group zusammengeschrieben, auch wieder mit OE. Cornelius, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, für diese ganzen Ratschläge und Tipps. Vielleicht triffst du ja einen von unseren Schülerinnen und Schülern bei dir in der nächsten Zeit. Es würde uns freuen. Sehr gerne, bewerbt euch und wir treffen uns hier.